Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch, also nordfriesischer Marsch, vierfach. Heute bereits schon am Montag, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zusammen. So, ich hatte in der letzten Folge, nach der letzten Folge, ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Und ich habe die Ballen fertig gemacht. Guck mal, das sind alle Ballen, die wir jetzt von Feld, oder wie ist er nochmal, 11 hier gepackt haben. Weil ich habe mir gedacht, komm, dann machst du es fertig, dann ist es erledigt. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, keine Ahnung. Ein bisschen wird schon gedauert haben, aber ist ja nicht das Problem. Ja, habe ich jetzt mal hier ein bisschen aufgestapelt mit dem... Mehr schlecht als recht, aber ich habe schon mal aufgestapelt angefangen. Und habe noch ein bisschen Holzstämme mitgenommen bei der Holzstammproduktion, weil da war auch 3-4 Paletten. Und ich dachte, komm, nehmen wir mit, können wir bestimmt brauchen. Und jetzt ist das Ding auch abgeschlossen. Super, ne? Hier mal gedacht, komm, dann haben wir wieder was erledigt, das passt. Und wir fahren einfach mal nach Hause. Komposterhof ist okay. Ja, ich hoffe, mir nimmt es gerne übel, dass ich ein bisschen außerhalb der Aufnahme weitergemacht habe. Aber wie gesagt, wir hätten da sicher noch zwei Folgen. Auf alle Fälle hätten wir noch gebraucht, bis die ganzen Sachen abgeschlossen gewesen wären. Und das, glaube ich, wäre zu lang gewesen. Und deswegen haben wir gedacht, komm, vergiss es. Wir machen da weiter. Komposterhof. Haben wir gerade gehabt, den Kurs, ne? Der Fan bleibt jetzt hier stehen. Das passt, das ist okay. Ich habe mir gar nicht die Kommentare angeguckt. Siehst du, das wollte ich noch machen. Ich habe vergessen, mir die Kommentare anzugucken vom gestrigen Sonntag. Mann. Ich bin auch manchmal so ein Volldepp, ne? So, ich lasse mal ganz kurz hier innen mitfahren. Da schaue ich mir ganz fix die Kommentare von euch an. Bin ich ja schon ein bisschen gespannt drauf. Ich habe es wirklich... Normalerweise lese ich alle Kommentare durch, aber diesmal habe ich es einfach verschwitzt. Da. So, was haben wir, hat er denn da geschrieben? Für die Ballen ist es egal, aber 30 vor Untertag ist für den Fan zu klein. Der steht nicht auf dem Boden, wenn er nicht ganz abgelassen. Oh, das ist natürlich schlecht, aber da müssen wir nochmal fixen. Da müssen wir nochmal fixen, du. Vergiss die Pellets und die Krabben nicht. Und es wird Zeit für ein neues Feld. Thomas, hast absolut recht. Absolut recht. Ja, wie gesagt, großer Fan auf alle Fälle, kommt. John Deere müssen wir auch kaufen. Wir haben keinen John Deere hier. Das ist mir selber erst aufgefallen, ne? So, das ist auch. Ja, passt. Gut. Also im Allgemeinen, alles klar. Wie gesagt, er macht seinen Job erstmal. Ist ja nicht egal, wenn er nicht ganz auf den Boden runterkommt, weil das läuft auch so, ne? Gut. Da müssen wir auch nochmal weitermachen, ich weiß. Guck mal ganz kurz mal zu den Produktionen. Habt ihr mir einen Kommentar geschrieben? Hafen! Das sieht mega schlecht aus. Was ist da passiert? Also es ist eigentlich schon ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Aber hier wird ja gar nichts gemacht. Also zwei Paletten ist ja lachhaft. Also ganz ehrlich. Das lohnt sich ja gar nicht hier. Okay, egal. Wir gehen weiter zum Schlachter. Der Schlachter, der war ja auch nicht wirklich erfolgreicher. Alter, was dauert denn da alles so lange? Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein, du. Oh, der Holztransporter steht ein bisschen im Weg. Bist du wieder aufgefahren? Ah, minimal, ne? So, nichtsdestotrotz kannst du, Herr Kollege, mir erstmal hochfahren zum... Ich weiß nicht genau, wo soll man hinfahren mit dem Holz? Spontan würde ich ja sagen... Naja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil... Ich auch... Ja, Marte. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir fahren jetzt nochmal ganz fix zum Händler rüber, weil wir diesen Wagen umkonfigurieren. Dieser... Also der hier, der UL-Wagen, wird nochmal ganz kurz zum Holztrailer. Weil wir noch Holz liegen, da rumliegen haben und das möchte ich noch einsammeln. Also, möchte ich noch, ne? Wisst ihr Bescheid. Da möchte ich noch woanders hinpacken. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich habe das jetzt sonst immer ein bisschen vernachlässigt, aber das soll ja auch nicht sein, ne? So, dann lass mal den ganz kurz hier stehen, bis ich den umkonfiguriert habe, ne? So. Müsste passen, meines Erachtens. Müsste so okay sein. Konfiguration. Ich brauche Wood Autoload. Haben wir schon mal konfiguriert, ne? Brauchen wir da keine Rungen? Warte. Konfiguration. Forst. Haben wir auch schon mal drauf gehabt, ne? Ah ja, sieht besser aus. Gut. Hing die gerade weg? Hä? Gut. Das heißt, wir können da jetzt schon mal... Ach so, das kann ich mit der Maus machen. Aha, ich verstehe.
Gut, dann machen wir das jetzt nochmal hier rum, darum. Weil da kann nämlich der Kollege, wenn ich mal schön rückwärts ranfahren würde, kann der nämlich schon mal zum Holz rüber tuckern, wo wir dann, ja, noch ein bisschen Holz verladen werden. Sagen wir es mal so, wie es ist, ne? Was ist jetzt hier? Achso, das ist ein ganz kleiner Moment nur, ne? Haben wir. Sehr gut. So, dann müssen wir nochmal gucken. Holzverarbeitung ist es aber tatsächlich. Hof, Strohpellet, bla. Ja, habe ich damals falsch benannt, immer noch nicht umbenannt. Man kennt mich, ne? So, Milchprodukte muss eigentlich auch wieder einigermaßen funktionieren. Es leckt heute ein bisschen, naja. Naja, soll so machen, ne? Also für Ballen, die da rumstehen, da müssen auch mal ein bisschen lecken. Leckt aber doch extrem, ne? Ah, jetzt geht's wieder. Ist immer eine Frage der Kamera an sich, glaube ich. So, hierum, darum und so weiter. Gut. Dann würde ich sagen, feste mal los. Ganz ruhig bleiben. So, und der Kollege hier muss man mal abladen. Und dann wird hier nochmal ein bisschen Silage verkauft heute. Das wurde hier auch wieder gewünscht, werde verkauft und mal wieder Silage. Mache ich. So, warte, warte, warte. Okay. Im Umkehrschluss könnte man natürlich gleich mal jetzt anfangen zu laden. So, was geht jetzt schneller? Laden oder entladen? Noch läuft's hier links. Und rechts wird abgeladen. Wahrscheinlich muss ich das die Waage halten, ne? Gut, soll jetzt aber auch kein Wettbewerb werden. Soll einfach nur mal, damit wir jetzt hier mal weiterkommen. So, super. Hier wird noch aufgeladen, auch super. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal die Fräse. Die steht ja noch drüben. Und dann geht mal ein bisschen was von Silage wieder weg, ne? Und der Deutz kann gleich mal anfangen mit dem, Sehen, glaube ich. Müsste auch wieder mal gemacht werden. Ab und zu geht das gut, ab und zu geht es nicht gut, ne? Aber mein Gott, das ist halt immer so. Immer rein damit. Die Frage ist auch, ob man wieder mal zu den Tieren, ne? Also wie es den Tieren und so weiter geht. Das ist eine ganz gute Frage, glaube ich. Ah ja, jetzt wird's was. So, lass mich mal ganz kurz hier reingucken. Wie denn das hier aussieht mit unseren Tierchen? Kühe 100%, sehr gut. Also die brauchen ein bisschen Gras, ein bisschen Stroh, ja, ist kein Problem. Kraftfutter, ja, auch kein Ding. Sauberkeit 50%, ja. Es gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so, ne? Es gibt wirklich Schlimmeres. Aber ich gebe euch natürlich recht, neues Feld wird auf alle Fälle Sinn machen. Ach komm schon, geht das nicht ein bisschen flotter hier? Bin ja schon bemüht, einigermaßen effektiv zu arbeiten, aber das dauert ja wirklich lange hier. Aber ist auch so, mal so, mal so, ne? Das ist ganz, ganz krass eigentlich. Ab und zu mag mich die Fräse, glaube ich, aber einfach nicht. Ah, jetzt geht's wieder einigermaßen. So, was ist denn da momentan? Achso, der andere ist am Holz angekommen. Okay, das ist okay. So, das läuft hier noch. Hier müssen wir noch weitermachen, das weiß ich schon. Ab und zu mal durchswitchen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Der ist angekommen, ne? Den können wir schon mal jetzt ein bisschen... Den können wir schon mal ein bisschen... ja gut, das brauche ich, da brauche ich aber länger für, ne? Da bräuchte ich mal länger für. Aber hier das Holz, das kann ja prinzipiell hier unten weg. Das ist ja nicht das Problem. Machen wir hier mal Z. Dann wird das auch mal abgeladen hier. Sehr gut. Da können wir den Anhänger mal ganz fix hier stehen lassen. Da können wir ihm nochmal neues Holz rüberbringen. Wisst ihr, was ich meine?
Da können wir nämlich das auch mal hier aktivieren, weil hier müsste noch was liegen an Holz. B. Aber warte mal, wir fahren mal nebenan und dann drücken dann B. Es liegt nicht mehr viel hier, aber noch ein bisschen liegt hier, ne? Muss ich das immer neu einschalten bei jedem Stamm? Ehrlich jetzt? War das früher schon so? Ich weiß es gar nicht mehr. So, okay. Es sind auf alle Fälle mal alle drauf. Das ist ein gutes Zeichen. Da können wir Adam vergessen. Na gut, vergiss es. Vergiss es, der wird auch nicht mehr besser hier. Da kommt das Holz auch nochmal weg. Ja, dafür haben wir jetzt eigentlich diesen Dingens umkonfiguriert. Macht jetzt nicht viel Sinn, aber trotzdem muss es doch gemacht werden. Deswegen habe ich es auch gemacht. Und ja. Das heißt, das kommt hier rein. Muss man wahrscheinlich auch wieder abladen, ne? Linke Seite ist ausgewählt. Ableiseite, Abladung starten. Das sieht eigentlich auch sehr, sehr gut aus. Jo, passt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, den schickt man nochmal zum Hof. Umkonfigurieren und dann kommt er einfach nochmal, ne? Paletten haben wir auch schon wieder ein paar hier. Super. So. Wir werden uns... Also, macht es Sinn, am Hof eine kleine Werkstatt zu haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ne? Kann es nicht sagen. Ab und zu hätte ich schon mal ein bisschen Bock drauf, aber ob das wirklich jetzt so extrem Sinn macht, keinen blassen Dunst. Ist das viel oder wenig, was hier liegt? 1, 2, 3, 4, 5 Paletten. Na gut, ein bisschen Wolle hätten sie noch. Daran würde es nicht scheitern, ne? Lalalala. Genau, der ist auch wieder fertig. Da bringen wir mal zum Obst hoch. Der war ja noch bei dem Obst beschäftigt, ne? Das weiß ich ja noch. Obst, Obst, Obst. Das weiß ich noch. Das habe ich nicht vergessen. Und dann wollte ich noch neue Drehschemel kaufen. Das habe ich auch nicht vergessen. Können wir nicht auch in dieser Folge noch machen. So. Da kaufen wir uns auch einen neuen Traktor gleich. Wer weiß, ich weiß es nicht. Aber hier werden wir auch noch mal voll machen. Mann, 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 doch. Geht da heute mal ein bisschen mehr rein, doch. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt haben wir den richtigen Winkel gefunden. Wenn du einen Winkel hast, dann geht's hier. Da geht's aber richtig ab hier, ne? So. Das geht nochmal zur BGA. Wir gucken gleich mal nach, ob die BGA immer noch den besten Preis gibt. Das wird ja immer in meinen Kommentaren reklamiert, aber bis jetzt habe ich immer zum besten Preis verkauft. Das kann ich, glaube ich, schon so sagen. Aber wir gucken jedes Mal, bevor wir fahren, gucken wir nach. Und dann können wir uns wieder sicher sein, dass wir eigentlich, ja, 666 bei BGA Mitte. BGA Mitte habe ich leider keinen Punkt. Wo ist die BGA Mitte? Wie kann man denn irgendwas BGA Mitte nennen? BGA Nord sehe ich. BGA Ost sehe ich auch. BGA Süd sehe ich auch. Die Mitte müsste eigentlich irgendwo da sein, ne? Ah, BGA Mitte, das ist direkt da unten eigentlich. Ja, läuft. Dann fahren wir da mal hin. Aber, warte mal. Es könnte natürlich sein, dass wir hier ein bisschen Blödsinn haben. Weil wir hier keine Möglichkeit... Genauso ist es auch. Ich kann ihn nicht abladen. Weil das ist zu hoch. Da kommen wir nicht rauf im Anhänger. Da kommen wir nicht rauf, du. Was haben wir sonst noch im Angebot? Dann müssen wir doch zu Ost nochmal rüberfahren. Also wir würden zwar woanders mehr Geld kriegen, aber der Aufwand steht einfach nicht dafür. Der Aufwand steht einfach nicht dafür. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Gut, dann fährst du nochmal wie gewohnt BGA Ost. Die werden es uns hoffentlich irgendwann mal danken. Hof BGA Ost. Bitteschön, Dankeschön. Wir fahren heute mit 20 FPS rum, ne? Irgendwie ist heute ein bisschen laggy-party. Aber vielleicht ist es morgen besser. Mal schauen. So, so, so. Der wird umkonfiguriert noch einmal. Oder was kostet jetzt so eine Werkstatt? Ich weiß, wir sind jetzt nicht weit weg davon eigentlich, ne? 28.000. Ganz ehrlich, das ist es billiger, wenn ich so eine Werkstatt platziere irgendwo und dann wird das, was wir brauchen, konfiguriert und fertig, ne? Dass sowas eigentlich nicht standardmäßig am Hof ist, wundert mich halt schon irgendwie. So, wahrscheinlich sind wir jetzt gleich weg wie der Händler, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, ist auch voll drauf, der Kollege. Nicht. Ah, guck mal, eine eigene Werkstatt. Eine eigene Werkstatt für unseren Hof. Wo gibt's denn sowas?
Wenn jemand in die Kommentare schreibt bei Roller, ne? Da flippe ich aber aus hier. Natürlich. So, das haben wir gemacht. Und das haben wir gemacht. Ah, jetzt kostet der Umbau auch nichts mehr, ne? Sehr gut. Habe ich mittlerweile diese automatische Waschanlage mit reingenommen? Ich habe zwei, dreimal runtergeladen, aber immer vergessen, mal sie reinzuschieben. Was ist das, Alter? Nee, habe ich natürlich wieder vergessen. Natürlich habe ich das wieder vergessen. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken, dass wir zur Holzverarbeitung nochmal rüberkommen, weil hier stehen ein paar Paletten rum, habe ich gesehen. Was ja nicht so verkehrt ist. Also die müssen wir, können wir ja theoretisch ein bisschen mitnehmen, ne? So, du hast die Kurve nicht bekommen, sagst du. Passiert. So, das läuft, das auch. Ja, die wollte ich jetzt noch tauschen, ne? Auf schnell, weißt du? Dann nehmen wir jetzt zwei Anhänger mit, verkaufen die zwei Anhänger und kaufen dafür einen neuen. Wenn ich Bock habe, kaufe ich auch einen neuen Traktor. Nicht, weil ich das Geld habe, das ist nicht, aber einfach nur, weiß ich nicht. Wenn ich einen geilen Traktor sehe, einen anderen, dann würde ich den kaufen. Der Case ist zwar cool für den Anfang, aber Anfang haben wir jetzt schon, ne? Schon ein bisschen her. So. Das bringen wir jetzt mal weg. Und dann schauen wir mal, was der Händler uns anbietet. Also wir kaufen jetzt statt zwei Anhänger einen Randazzo, glaube ich, heißt der. Habe ich ja gestern, nee, war es gestern? Doch, gestern habe ich euch den gezeigt, den Randazzo. Den kaufen wir uns. Und dann ist die Überlegung, ob wir noch einen weiteren kleinen Traktor brauchen oder nicht, weil der wird wahrscheinlich wegkommen. Wir gucken mal, was der Händler im Angebot hat. Also nicht jetzt im Angebot, aber was der Händler hat, und das schauen wir uns dann an. Weil für den Randazzo brauchst du vielleicht so einen Ticken mehr PS. So ein Ticken mehr PS, weißt du? Auch die Betonflagge schon wieder? Naja, gut. Hätte ich auch wissen können, weißt du? So, der Xerdon ist angekommen. Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal, was die Anhänger bringen. Achtung! So, 15.000. Das ist ja gar nicht mal so wenig, ne? 17.000. Und der 25.000. Das heißt, ja, jetzt habe ich einen Anhänger. Oh, egal. Wo ist der Randazzo? Randazzo, wo ist er denn? Der ist nämlich auch ziemlich cool. Der hier. Radsetup, breite Reifen würde ich schon drauf machen. Sonst die Farbe finde ich klasse. Wirklich klasse. Und jetzt brauchen wir noch einen kleinen Tüdeltraktor. So einen richtig süßen, weißt du? So einen richtig schnuckligen. Guck mal, was wir mit Mods drin haben. Den haben wir verkauft, ne? Das heißt, der 132 PS hatte er. Und da müssen wir gucken, was wir jetzt noch finden, ne? Boah. Case gegen Case ist die Frage. Wir haben noch keinen anderen Case, ne? Ach, sowas wollte ich ja schon ewig mal haben, muss ich ehrlich sagen. So ein Axion haben wir auch noch nicht hier. Gut, wir haben Xerion, das gleicht sich auch wieder aus. So einen kleinen haben wir schon. Den haben wir auch schon. Einen massiven Ferguson, einen New Holland. Auch der ist aber schnuckelig, ne? Valtra habe ich auch noch keinen, stimmt. Ich wollte sehr, sehr viele Marken mit reinnehmen hier, ne? Den habe ich sowieso nicht. So, und das ist so ein 8er, Johnny. Ja, da, ich wäre tatsächlich für den hier. Da würde ich vielleicht auch Frontlader, da brauche ich jetzt nicht, aber so einen ganz kleinen Rundumleuchter würde ich beide Rundumleuchten machen. Würde ich mir jetzt einfach mal kaufen, weißt du? Ist zwar teurer, gebe ich zu, aber New Holland, not bad, oder? Kann man auch mal machen, weil ich sehe halt auch in anderen Sachen, New Holland ist jetzt nicht mehr so doll beliebt wie sonst immer. Ah, guck mal, der hat sogar IC-Steuerung. Ja, siehst du. So, und der hat doch irgendwie auch so eine IC-Steuerung. Wie war denn? Ah, guck mal, das hier. Das ist geil, ne? Also das finde ich schon mega geil. Da muss man nochmal genau anschauen. Deswegen habe ich den auch gesehen auf Modhoster, den Anhänger. Und dann habe ich gedacht, komm, der ist aber schon ziemlich nice. Hinten kann man auch das Fenster aufmachen, oder? Kann man das Fenster aufmachen? Doch. Ich wollte gerade sagen, so ein Scheiß-Traktor, aber nee, kann man. Es ist jetzt so ein kleinerer, ne? So ein kleinerer, wendiger, ihr kennt es ja, ne? Aber auch nicht verkehrt, oder? Mit dem, das ist unser neuer Abfahr-Kfz, bla. Doch, gefällt mir, muss ich sagen. Der gefällt mir gar nicht so übel schlecht.
Ach so. Lol, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ist okay, ist okay. Ich hab das verstanden, danke. Gut, ja, liebe Leute, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wem das Ganze hier gefallen hat, der kann gerne einen Daumen nach oben da lassen, da würde ich mich sehr darüber freuen. Boah, guck mal, geil. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, zu einer weiteren Folge bereits morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.